Darf ein Pkw einfach so halb auf dem Gehweg parken, wenn es eben anders nicht geht? Viele Städte dulden das zumindest. In Bremen muss nun das Gericht darüber entscheiden. Dabei geht es auch um die Frage, wie es dann mit Platz für Kinderwagen oder radelnde Kinder aussieht. Eine endgültige Entscheidung in Bremen steht noch aus. Das nahegelegene Oldenburg bereitet sich aber schon mal auf weitere Klagen vor. Ein bisschen sehr eng ist es hier schon. Andererseits müssen auf der Straße Feuerwehr oder Müllabfuhr durchkommen. Und wer hier wohnt, muss eben irgendwo auch sein Auto lassen. In vielen Städten wird dieses aufgesetzte Parken, also das Parken halb auf dem Gehweg, geduldet. Nur ist es eben meistens nicht erlaubt. In Bremen führte das vor Gericht. Die Kläger dort wollen, dass die Stadt das auch durchsetzt. Hier in Oldenburg sieht es oft ähnlich aus. Die Meinungen dazu sind geteilt. Der ganze Stadtteil, das ist ja alles eng. Ist ja nicht nur hier so. Ich habe es ja an vielen anderen Stellen auch. Und wo sollen die Leute hin? Ich gehe normalerweise schon auf der Straße. Ist das nicht gefährlich, wenn da Autos fahren? Ja, aber was soll man machen? Es ist wirklich eine ganz schreckliche Situation hier. Ich finde das, was sie vorhaben, dieses aufgesetzte Parken, dass es verboten werden soll, totaler Quatsch. Wo sollen die Autos hin? Das ist das Problem. Solche Bilder aber will eben auch keiner. Einheitliche Maße für einen auskömmlichen Fußweg gibt es nicht, aber es müssten sich zum Beispiel auch ein Kinderwagen und ein Fußgänger begegnen können. Davon ist man oft weit entfernt. Die Stadt Oldenburg will sich nun einen Überblick verschaffen und vorbereitet sein. Denn die bisherigen Urteile im Fall Bremen hielten schon fest, dass so ein Zustand nicht bleiben kann. Was eine Stadt aber dagegen unternimmt, darin hätte sie viel Freiheit. In Oldenburg will man daher nichts übers Knie brechen. Ganz wichtig ist natürlich auch, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Denn es ist klar, die Straßen sind eng. Manche Leute wollen ihr Auto parken. Andere haben auch ein Anrecht drauf, durchzukommen. Und das muss man gründlich planen und auch vermitteln. Der ADAC mahnt jedenfalls zum Blick auf das große Ganze. Man kann so eine Maßnahme nicht einfach von heute auf morgen umsetzen. Es geht mehr darum, im Vorfeld Parkraumkonzepte zu entwickeln und diese Aufhebung darin einzubetten. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Man löst vermeintlich ein Problem und schafft sich andere Probleme dadurch. Eine Lösung hat bisher keiner. Zeit ist aber zum Überlegen, wie eben in Oldenburg. Denn über den Vorbildfall aus Bremen entscheidet jetzt das Bundesverwaltungsgericht.